Leute, ich sag's euch, ich bin heute so mausi. Boah. Was machen wir da? Kaffee trinken. Oh, jetzt geht's mir schon besser. Ja, weiter geht's mit der Elektrik. Na, Kaffee. Sagte ich eigentlich schon, dass heute Mittwoch der 4. ist? Naja, ist wurscht. Jetzt gucken wir mal in die Kotanei, ob vielleicht die Heinzelmännchen da waren und irgendwas gemacht haben. Aber ich befürchte mal, da ist nichts passiert. Doch, da ist was passiert. Eine zusätzliche Steckdose, die mache ich noch hier mit hin. Ja, Kabel da rein und dann runter. Gut, dann lege ich ganz einfach mal los. Hilft dir nichts. So, Regale habe ich kurz wegschrauben müssen. Hilft dir nichts. Kabel hier jetzt rein. Hier sieht man die Markierung, wo ich hier die Kerbe reingemacht habe. Festmachen, nach unten mit Nagelschellen mit zusätzlich festkloppen, Brett wieder hin und ja, dann geht's unten drunter weiter. Kurzer Zwischenguck, Leute. Also zwei Kabel muss ich aufputz auf gut Deutsch verlegen, weil da hinten kriege ich nichts mehr weiteres rein. Ja, und jetzt eben noch da drüben die Steckdose hin, eine hier unten. Und ja, kann ich die zwei Kabel noch festnageln. Die zwei alle da rein und anschließen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gefilmt habe. Auf alle Fälle Regalbretter wieder dran. Steckdose dran. Nächste Steckdose dran. Tja, und hier wird es ein bisschen bunt und... oder kunterbunt und wild. Ist mir relativ wurscht. Die liegen halt ein bisschen übereinander, kreuz und quer. Aber Hauptsache, die gehen nachher alle in die Dose und sind alle angeschlossen. Und das mache ich jetzt komplett fertig. Ja, und schließe das Ganze an. Und was für euch bloß ein kleiner Zusammenschnitt bis jetzt war, war für mich jetzt schon über eine Stunde wieder hier. So vergeht die Zeit. So Leute, das Döschen ist jetzt randvoll geworden. Ich sag definitiv Deckel zu, Affe tot. Alle Kabel zusammengeklemmt, alle Kabel soweit fest. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? So, bin ich wieder hier unten. Na, geh halt jetzt rein. Noch immer das eine Handgepopel da. Ich schmeiß gleich Kamera weg. Oh. Sehen tue ich natürlich nichts mehr, was ich gerade filme. So. Repeater ist auch wieder dran. Dann testen wir mal die Klappsteckdose. Oh Mann, hey. Na. So, eingesteckt. Ja, ich würde mal sagen, der Drehspieß dreht sich. Ein Thema erledigt. Steckdosen anschließen. Ja, die da unten haben wir jetzt noch zusätzlich. Weiter mit den Lampen. Jetzt hätte ich euch was vergessen. Also hier der eine Halter, da der andere. Jetzt schaue ich, dass ich hier so schräg durchbohre, hier mit dem Kabel hinten rum. Naja, und gut, was will ich machen? Hier wird man es halt dann irgendwo doch etwas sehen, das Kabel. Oder ich gehe hier gleich durch. Sehen wird man es auf alle Fälle etwas. Das können wir nicht ändern, weil unsichtbare Kabel gibt es noch nicht. Und naja, gut, ich mache es jetzt einmal neu.
Tada, die erste hängt. Naja, das Kabel hängt auf der anderen Seite noch relativ gut versteckt. Naja, ein paar Schrammen habe ich hier reingebracht. Kann ich jetzt nicht ändern. Aber wenn man es nicht weiß, schaut man nicht drauf. Auf der Seite ist auch schon alles gebohrt. Da geht es gleich da hinten rein. Da habe ich nichts verschrammt. Naja, gut. So sieht es aus. Und ich denke mal, wenn da die zweite hängt, beide angeschlossen sind, werden die definitiv genügend Licht machen. Ich habe jetzt Weißlicht genommen. Warmweiß, Kaltweiß, Kaltweiß. Die Warmweißbirnen wie sie halt heißen, hätten ein bisschen besser gefallen, wären ein bisschen dunkler gewesen, hätten sogar besser ausgesehen, aber ja, ich will ein kaltes Licht, damit wir filmen können ordentlich. Aber man könnte ja noch andere ausprobieren. So Leute, da hängen jetzt die Kabel. Ich habe Handlampe jetzt mit reingeholt. Die Lampe haben wir ja gerade schon gesehen. Ja, und die hängt auch. Also, und wenn das wirklich nicht genügend Licht gibt, dann weiß ich auch nicht. Aber wir haben es jetzt schon ein ganzes Eck nach 8. Tja, ich glaube, das gibt mit der Lichterrunde hier noch einen zweiten Teil. Weil ich höre Schatzi und ich mache jetzt hierhin Feierabend. Jo, ich höre da jemanden. Michel! Warst du das gestern? Das warst nicht du! Nein! Das gibt's ja gar nicht! Nächstes Mal schreibe ich der WhatsApp vorher. Also, der Michel war's nicht, aber ein Kollege von ihm. Auch egal. Leute, ich verabschiede mich bis morgen. Da geht's dann weiter. Licht anschließen. Ja. Und dann mache ich erst einmal hierin Ordnung.